Es hat ein ganzes Menschenleben gebraucht, bis der Name des erfolgreichsten und des modernsten Operettenkomponisten der 20er Jahre, dem von Paul Abraham, wieder aus der Versenkung aufgetaucht ist. Allzu lang war sein Name nur mehr Kennern geläufig, obwohl seine Hits vor dem Krieg buchstäblich die Massen ergriffen haben. Dass der Name Paul Abraham jetzt wieder auftaucht, sich von den Rändern unseres Musikinteresses, unserer Musikwahrnehmung ins Gesichtsfeld schiebt, dafür sind zwei Dinge, zwei Kräfte verantwortlich. Auf der einen Seite jüngste Wiederaufführungen seiner Erfolgsstücke durch Operettenbühnen in Augsburg, in Dortmund, aber auch in Gießen, Gera, Hof, München, wie demnächst an der Komischen Oper Berlin. Auf der anderen Seite sehen wir die Wiederentdeckung des Komponisten durch biografiehistorische Näherungen sowie durch die Anstrengungen eines Geschichtsvereins wie Musica Reanimata. Dem Verlorenen, dem scheinbar Verlorenen eine Bühne, ein Podium zurückgeben. Dies das Programm. Am 8. März dieses Jahres wurde die Sache konkret. Unter dem Titel »Schön war das Märchen«, nun ist es zu Ende, veranstaltete Musica Reanimata ein Gesprächskonzert zum Schicksal des Komponisten Paul Abraham. Winfried Radicke von Musica Reanimata hatte sich dazu als Gesprächsgast den Abraham-Biografen Klaus Waller aufs Podium geholt. Für die gute musikalische Laune sorgte das Gesangsduo Maria Tomaschke und Andreas Joksch, begleitet von Nikolai Orlov Klavier, Carola Elzner Saxophon, Sven Kahles Schlagzeug, Volker Sure Kontrabass. Arrangement und Gesprächsleitung Winfried Radicke. Yes, oh, Mädel, ungarisches Mädel, geht nicht aus dem Schädel, geht nicht aus dem Sinn. So eine Mädel, braun mit schwarzen Haaren, liegt bei den Husaren tief im Herzen drin. Wenn sie dich küssen, 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 dann beißen sie sich. Wenn sie dich lieben, 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 dann zerreißen sie dich. Ja, so eine Mädel, ungarisches Mädel, geht nicht aus dem Schädel, geht nicht aus dem... Ich möchte Ihnen meinen Gesprächsgast vorstellen. Es ist Klaus Waller, der, und jetzt genau zuhören, weltweit der einzige Autor, der eine Biografie über Paul Abraham geschrieben hat. Und die haben wir natürlich heute auch mit, ist klar. Ne? Herr Waller, ich muss gestehen, als ich, ja, ich bin ein bisschen länger schon im Betrieb als Sie, aber dass in den 50er Jahren diese ungarische Volksseele, die da im Radio verbreitet wurde, nicht gemocht habe, Jari Barabas und wie sie alle hießen und die falschen Primgeiger, die da irgendwie einem vorgaukelten, was Ungarn ist. Als ich dann das erste Mal selbst in Budapest war, habe ich das alles nicht wiedergefunden, in der Form jedenfalls nicht. Jetzt wollen wir doch mal von vorne aufwickeln. Der gute Paul Abraham ist ja nun aus Ungarn und man weiß ja viel von seinen Liedern, man glaubt sie alle zu kennen, aber über ihn selbst weiß man praktisch nichts. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Nazis ihn aus Deutschland vertrieben haben, schlicht und einfach. Und sein Schicksal lange Zeit unbekannt war. Als er dann wiederkam, war er schon geistig umnachtet. Und die Lieder, die Operetten wurden gleich nach dem Krieg wieder gespielt, aber in einer Tradition, die eigentlich aus der Nazi-Zeit kam. Also etwas geglättet, verkitscht. Ja. Und so habe ich sie damals im Rundfunk kennengelernt, die Lieder. Auch als Kind. Und damals gab es ja kein Formatradio und kein Zielgruppenradio, sodass man den ganzen Tag einen Sender gehört hat. Und da kamen eben auch sehr viele Operetten vor. Das gehörte einfach auch zur Popkultur damals, würde ich schlicht sagen. Sie haben sich damals sicher nicht träumen lassen, dass Sie da mal eine Biografie schreiben. Mit Sicherheit nicht, nee. Aber ich bin dann eben vor ein paar Jahren praktisch daran erinnert worden, als ich eine Zeitungsnotiz las, so kommt man als Schriftsteller und als Journalist zu seinen Themen, über eine Episode, die von Paul Abraham berichtet wird, dass er in New York
ein imaginäres Orchester auf dem Broadway dirigiert haben soll und danach eben in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Diese Episode ist wie vieles im Leben von Paul Abraham nicht so ganz gesichert, um das mal vorsichtig zu sagen. Er hat ja bei seinen Geschichten ja auch ein bisschen mitgeholfen manchmal. Er hat sehr viel mitgeholfen. Und das war aber auch das wirklich wahnsinnig Interessante, als ich mich dann anfing, mit seinem Leben zu beschäftigen, war erstmal die Tatsache, dass es eben keine Biografie gab. Es gab nichts Zusammenhängendes, sondern einzelne Artikel, Lexika-Artikel oder Ähnliches. Und man guckte dann die Tatsachen an, die da berichtet wurden, und stellte irgendwann fest, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Also das steht dann eben in der einen oder anders. Warum das nicht zusammenpasst, war nicht die Schuld der Journalisten, sondern das war Paul Abrahams Fantasie. Und er war ein Künstler. Ja, gut. Können Sie ganz kurz umreißen, denn die wenigsten Leute wissen das, glaube ich, wie seine erste Zeit war. Er ist ja bekannt geworden und mit einem Schlag, als er dann in Berlin war, aber die Zeit in Ungarn, er stammt ja aus Ungarn. Richtig, ja. Hat er damals Ungarisch gesprochen oder dieses Deutsch? Ja, auch das ist so sehr, sehr zwiespältig bzw. trispältig sozusagen. Er stammt aus einer deutschsprachigen Gemeinde. Er heißt Paul Abraham, da hießen alle nicht Deutsch. Abraham Paul, sondern... Nicht Abraham Paul. Oder so. Ja. Aber diese Gemeinde war donauschwäbisch, lag in Ungarn. Ja. Und die Amtssprache war Ungarisch. Und die Ungarn pochten auch immer mehr darauf, dass das auch im Alltagsgebrauch so war, sodass also diese Namen dann zumindest in Registern oder so dann verungarischt wurden. Also Abraham Pahl hieß er dann. Und später ist er dann praktisch sowohl von den Österreichern, die die K&K-Monarchie für sich beanspruchten, sagten, der wäre ja Österreicher, dann von den Deutschen, weil er sprach ja Deutsch und war Deutscher sozusagen, und von den Ungarn vereinnahmt worden. Der ist in allen drei Ländern praktisch, wird er als Landsmann gesehen. Hat er denn in Ungarn, war er dann da schon irgendwie als Komponist bekannt? Als er in Ungarn bekannt wurde, ging das sehr schnell, dass er dann hier nach Deutschland kam. Ah, ja. Aber vielleicht noch vorher, er war im Anfang nicht erfolgreich. Er hat studiert, also er hat hinterher immer gesagt, er hätte schon als Kind praktisch eine Sondergenehmigung gekriegt und wäre auf die Musikakademie gegangen. Das stimmt alles nicht, aber er hat das Studium dann doch sehr schnell und sehr erfolgreich abgeschlossen. In Budapest. In Budapest, in der Franz Liszt Akademie heißt die ja heute. Und kam aber dann nicht finanziell zu Potte, weil er hatte nicht den Erfolg, den man da braucht, um richtig zu verdienen. Und ist dann Börsenspekulant geworden. Er kam aus einer Kaufmannsfamilie und hat an der Börse spekuliert, zum großen Teil für Künstlerkollegen, die gar kein Geld hatten, ihm da Einlagen zu geben oder sowas. Dann hat er einfach in deren Namen spekuliert und hat also einen großen Gewinn gemacht. Er hat sich eine Villa kaufen können und hat dann aber, als der Börsencrash 1923 kam, das nicht wahrhaben wollen und hat einfach weitergemacht wie bisher und ist dann pleite gegangen. Sogar verhaftet worden wegen Veruntreuung und Täuschung, und wie das Urteil war, weiß man nicht. Das kann nicht sehr hoch gewesen sein, weil er erstens nicht vorbestraft war, zweitens aber ein ausgesprochen gutes Renommee hatte. Er hatte ausgezeichnete Umgangsformen, war mit allen Leuten befreundet, war ein auffallend sympathischer Mensch. Sozusagen, so wurde er in der Presse anlässlich dieses Prozesses beschrieben. Und umso tragischer sozusagen sagten die, dass der arme Kerl jetzt da für eine Nacht in den Knast musste. Aber er hat das überstanden und hat dann 2-3 Jahre später ein Engagement im Operettentheater bekommen, hat für eine Operette 4 Lieder komponiert. Die waren sehr erfolgreich. Und wenn ich das noch so ausschmücken darf, er hat dann praktisch direkt nach diesem ersten Erfolg, hat er die Presse im besten Hotel der Stadt empfangen, im Morgenmantel, und hat erzählt, es gäbe schon Vertragsunterlagen für New York und für Paris und für teure. Also er hat sehr viel geträumt und deswegen ist es wohl schwer, welchen Unterlagen man glauben darf. Nicht? Ja, aber er hat dann noch 2 weitere Operetten geschrieben, die lokal erfolgreich waren, und dann eben
Der ungarische Autor Imre Földes hat ihm vorgeschlagen, eine Operette namens Victoria zu komponieren, die in Ungarn und in Japan spielt. Und das war dann in Budapest so erfolgreich, dass dann auch der Schritt nach Deutschland kam. Ja, das ist doch interessant. Also ich kenne keine Musikerbiografie, die so begonnen hat wie bei ihm, aber nicht zur Nachahmung zu empfehlen. Dann machen wir jetzt wieder ein bisschen Musik, bevor wir nach Berlin kommen. Gut, wir hören jetzt Johnny, brauchst du Money? Sie hören wieder Maria Tomaschke und Andreas Joksch und die Jazzband. Ladies and Gentlemen, dann sollten Sie was sehen. Dann müsste hier endlich etwas geschehen. Dann ruf ich, Johnny, brauchst du Money? Dann sei clever, sei nicht dumm. Brauchst nur auf den Broadway zu gehen. Dort liegt es herum. Johnny, dort gibt's Money. Wo du hinschaust, liegt es da. Johnny, hast du Money genug? Kaufst du USA? Schon will das Glück dir winken. Darfst wieder Whisky trinken. Macht dir der Dollar Sachen. Banken krachen. Lass nur Mr. Rose mitmachen. Johnny, was ist Money? Alles Humbug, alles Schein. Wichtig ist nur happy und voll und gesund zu sein. Tempo, Tempo, immer Tempo. Wir müssen heller sein, wir müssen schneller sein. Dann hol sie ein. Don, my Johnny, brauchst du Money? Dann sei clever, sei nicht dumm. Brauchst nur auf den Broadway zu gehen. Dort liegt es herum. Johnny, dort gibt's Money. Wo du hinschaust, liegt es da. Johnny, hast du Money genug? Kaufst du USA? Was ist Money? Alles Humbug, alles Schein. Wichtig ist nur happy und froh und gesund zu sein. Ja, jetzt Paul Abraham in Berlin. Und das unglaubliche, schier unglaubliche 2,5 Jahre war er in Berlin. Genau, ja. Und hat ja eine raketenhafte Karriere hingelegt. Und der hat ja nicht nur jetzt komponiert, sondern der hat ja auch dirigiert, alle möglichen Sachen. War nicht nur auch diese Filme geschrieben. Filme, mehrere, ich glaube, fünf Filme. Auch da hat er immer live dirigiert, wie das damals noch üblich war. Er hat unzählige Inszenierungen, Erstaufführungen dirigiert, immer mit weißen Handschuhen. Und das hat er von Paul Linke gelernt. Und er ist praktisch, wie soll man sagen, in die richtigen Hände gekommen, als er nach Berlin kam, jedenfalls für diesen Zweck die richtigen Hände. Der Verleger Armin Robertson, der damals selber auch Liedtexte geschrieben hat, aber eben auch einen Theaterverlag hatte, der hat ihm vermittelt, die zwei der besten Librettisten, die es überhaupt gab, Dr. Löhner Beder und Alfred Grünwald. Die hatten vorher für Leha und Kallmann und wer weiß was schon gearbeitet und hatten Lust, jetzt mal was ganz Neues zu machen. Und so kamen drei kongeniale Menschen zusammen. Die beiden, die ein untrügliches Gespür dafür hatten, was das Großstadtpublikum brauchte
und der Komponist, der das dann auch umsetzen konnte in Melodien. Jetzt muss ich mal zwischenfragen, als ehemaliger Theaterprinzipal, wenn ich einem Theater ein neues Stück anbiete, dann wird es frühestens in 3 Jahren gespielt. Ja, das war da etwas und anders. Wie waren die Theater anders strukturiert? Klären Sie uns auf, bitte. Das war eine völlig andere Theaterwelt in Berlin. Also alleine schon in Berlin herrschte ein wahnsinniger Konkurrenzkampf. Die Gebrüder Rotter waren berüchtigt dort als Theatermogule. Die hatten 6 Theater. Reinhard hatte 11 Theater, besaß der. Das vergisst man. Und die mussten natürlich auch immer voll werden. Da gab es die ausgeklügelsten Strategien. Und es gab keine Subventionen. Und das war eben nicht nur in Berlin so, sondern auch in ganz Deutschland oder wahrscheinlich in ganz Europa. Und so kam es zustande, dass immer gesucht wurde, welches Stück hat Potenzial, uns was zu bringen. Und als dann die Victoria und ihr Husar, hieß es dann, eben wurde umgenannt, in Leipzig nur 4 Monate nach der Budapester Aufführung, da wurde es ja überhaupt erst zum ersten Mal ein Knaller. Also 4 Monate später gab es schon die deutsche Premiere. Unglaublich. Und wiederum 4 Monate später war es dann in Berlin der Knaller im Metropoltheater mit unzähligen Aufführungen und unzähligen Inszenierungen in ganz Deutschland. Also die Blume in Hawaii dann als nächstes Stück hat 350 Inszenierungen in einem Jahr gehabt. Das war auch nur dadurch zu schaffen, dass Abraham dann selber quasi eine mehr oder weniger kleine Fabrik hatte. Er hatte ja so ein großes Haus in Berlin sich dann zugelegt und hat da Trupps ausgebildet, die dann so in die Lande fuhren und diese Operetten aufführten. Also das hat ja wahrscheinlich auch seine Partituren nicht selbst geschrieben. Wie gesagt, er hatte ein Wahnsinnspensum und hatte aus Budapest einen Freund und sehr guten selber Operettenkomponisten, der war 10 Jahre jünger als Abraham, noch im Anfang. Und die beiden zusammen haben dann kongenial zusammengearbeitet. Der hat praktisch die Orchestrierung und die Partituren entwickelt, die damals auch ganz anders aussahen, als man heute eine Partitur hat. Da waren 100 Instrumentenstimmen auf die Seiten geklatscht. Das könnte bei Strauss auch finden. Unter dem Aspekt, dass jeder sich rausholen konnte, wenn der nur drei Leute hatte, dann haben wir die 3 Stimmen. Und wenn der 5 Leute hat, dann... Ich weiß nur, dass heute sind die ganzen Sachen ja überarbeitet worden und neu arrangiert worden. Und da kann man beim Theaterverlag sagen, ich habe ein Orchester von 13 Leuten, schickt mir mal die Partitur dafür oder Noten dafür. Und das war damals anders. Da wurde jeden Abend neu überlegt, wie viele Leute haben wir überhaupt heute. Und dann wurden die Stimmen da zusammen. Ich habe 1996 habe ich die Blume von Hawaii kennengelernt in der Neuköllner Oper. Und habe den Klavierauszug gesehen. Ich dachte, was ist denn das? Da war unten die Klavierstimme und oben drüber war im Prinzip fast eine Partitur, aber auch abstruse Sachen, Piccolo-Flöten gegeneinander rauf und runter und Schlagzeug ohne Ende und dann Geigen mindestens 4-stimmig in den höchsten Tönen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, ich habe das noch nie gehört. Ich habe die Blume von Hawaii öfter gehört, nicht nur in der Neuköllner Oper. Also ich habe diese Sachen, die sind im Klavierauszug drin. Ja, und das ist dann in der Partitur noch 10-mal größer. Noch viel gigantischer, ja. Ja, Abraham war unheimlich erfolgreich zu der Zeit. Also ich habe ja eben die Aufführungszahlen schon genannt. Alleine die Victoria soll ihm 500.000 Mark damals eingebracht haben. Nun hatte er eben auch einen großen Apparat und viele Leute kassierten damit, von den Impresarios bis so weiß was ich. Aber er inszenierte das auch. Der ließ sich jeden Tag von einer Bediensteten in Livree einen Teller überreichen mit den neuesten Vorschusschecks und und soll angeblich sich einmal auf einen Schlag 60 Anzüge, 300 Hemden gekauft haben. Und solche Episoden machten ihn natürlich noch bekannter zu einem. Heute wäre er im Boulevard sehr angesehen, glaube ich. Ja, trotzdem, seine Musik hat ja Qualität, die ist ja gut, das ist ja nichts geschlampt, nicht? Das ist ja alles bestens komponiert und Melodien geschrieben, wir haben jetzt eine Zeit lang geprobt, man kriegt die nicht mehr aus der Birne raus, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht,
Ja. Es ist ja heutzutage, wenn man ein Musical schreibt, dann ist man ja dankbar, wenn man einen Hit hat, den die Leute mitsingen. Gehen Sie mal an die Blume von Hawaii, da haben Sie mindestens 12 Hits drin, mindestens. Ja, einige hören Sie heute auch noch. Das stand damals auch in der Zeitung. Aus dem Material hätten andere Komponisten 3 Operetten gemacht oder so. Ja. Er hatte eine Fülle von Einfällen. Und vor allen Dingen hatte er eben, wie gesagt, in Berlin diesen Riesenerfolg, den er schon in Budapest sich erträumt hat und von dem ich persönlich glaube, dass er ihn eigentlich nicht erwartet hat. Er war ein Zweifler. Das hat ihn selber überrascht und euphorisiert natürlich auch. Man muss auch noch dazu sagen, dass er dem Glücksspiel sehr zugeneigt war und auch größere Summen da wieder verspielt hat. Also es war ein schillernder Charakter, ein Träumer auch. Aber dann kam eben der plötzliche Einschnitt. Das ist wie das als wir tragische. Uns unterhalten haben am Wochenende, da sagten Sie einen Satz, den ich sehr interessant finde. Er hat viele Dinge nicht verstanden oder nicht wahrhaben wollen. Ja, so wie er damals bei der Bass auf Voss gesetzt hat, weitergemacht hat. So, ging so hat er jetzt gesagt, ja, die werden doch keinen Krieg gegen die Operette führen, die Nazis, oder was sollen die mir antun, nur weil ich beschnitten bin oder sowas. Ne? Und hat eben einfach weitergemacht, ohne das zu realisieren. Hat er in den Jahren, 2,5 Jahren in Berlin seinen Erfolg, hat er da was von Antisemitismus gespürt? Ich glaube nicht. Also hat es nicht... Nein, das kam dann zum Schluss eben. Da gab es dann auch mal so Pöbeleien vor dem Theater vielleicht. Aber prinzipiell direkt gegen ihn hat sich das eigentlich nicht gerichtet. Erst nachdem die Machtübernahme war und dann richtige Trupps kamen und die Vorstellungen störten, beziehungsweise ihn dann hinterher gar nicht mehr ins Theater ließen, sein eigenes Stück. Da war dann allerdings, da musste er in kürzester Zeit fliehen. Bevor das kommt, hören wir wieder ein bisschen schöne Musik. Was hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Sie werden es erfahren. Honolulu ist heut ganz mondän. Honolulu muss heut jeder sehen. Honolulu ist ein Weekend-Ausflug. Nur ein Katzensprung von Nordamerika. Manche eleganten Gentlemen sieht man abends in den Urwald gehen. Alle kleinen Honolulu-Mädchen fragen: Ei, was will der da? Was hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Hat er vielleicht ein Rendezvous? Will mit den Liebsten unter Palmen herum? Schauen ihm die Affen zu. Ein Tiger brüllt ganz wild. Was hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Dort geht es schrecklich zu. Honolulu war einst ganz versteckt. Honolulu war noch nicht entdeckt. Honolulu war einst unbekannt. Ein Märchenland, noch gar nicht von Kultur beleckt. Als der erste Europäer kam, sagte er: Ich küss die Hand, Madame. Zu der Frau vom Häuptling Kulaka, der fragt: Ei, Potz, was will denn da? Was hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Hat er vielleicht ein Rendezvous? Will mit den Liebsten unter Palmen herum? Schauen ihm die Affen zu. Ein Tiger brüllt ganz wild von fern. Gentleman im Dschungel zu tun. Dort geht es schrecklich zu. Vielleicht ein Rendezvous. Will mit den
Liebsten unter Palmen herum. Schauen in die Affen zu, ein Tiger brüllt ganz wild von fern. Huh, 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 huh. Was hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Dort geht es schrecklich zu. Huh, 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 huh. Das Thema Hawaii war ja damals ziemlich im Schwange. Also ich würde sagen, spätestens seit diesem tollen Stummfilm von Murnau, Tabu, den er mit Eingeborenen gedreht hat. Das ging da noch. Paul Abraham und seine Blume von Hawaii, da sind ja schon so gewisse Störungen. Man hat es ein bisschen angedeutet gehört, dass der Gentleman in den Dschungel geht und was will er da eigentlich? Ja. Und es kommt da ja auch ein Gouverneur vor. Und also das ist auf jeden Fall sehr aktuell in der damaligen Zeit gewesen. Auf der anderen Seite natürlich auch schon totale Klischees, die man ja bis heute noch gerne bedient. Ja, aber überzeichnet eben. Und das, wie ist die Operette? Ja, die Operette ja lustig darf das. Ja, ja. Also kein Realismus, sondern Überzeichnung. Ja. Und diese Operette, seine bekannteste wahrscheinlich, Blume von Hawaii, ist so unglaublich viel gespielt worden. Es sind sicher auch ganz viele Einspielungen gewesen von Schallplatten. Ja, und die damalige Zeit, das war ja die Hochzeit der Schellackplatte. Da hat Paul Abraham selber alle Melodien praktisch auch sofort auf Platte aufgenommen und veröffentlicht. Ja, und damals darf man auch nicht vergessen, wenn heute ein Schlager erscheint von Helene Fischer, dann erscheint er von Helene Fischer. Damals haben 5, 6, 7 bekannte Sänger diese Lieder alle gesungen. Ja, auch richtige, von der sogenannten E-Musik. Genau. Da gibt es also auch ganz wunderbare Aufnahmen, die dann hier ein Paradies am Meeresstrand gesungen haben. Und ja, war überall zu hören und zu erleben. Und dann der Absturz. Die Flucht. Ja. Die ist ja bei ihm sehr abenteuerlich gelaufen. Ja, erstmal nicht ganz so spektakulär, weil er ja zurück nach Budapest konnte. Er hatte ja auch einen ungarischen Pass. Und von Budapest aus ist er dann viel in Wien gewesen und hat dort auch 3 Operetten noch auf die Bühne gebracht. Die Roxy und ihr Wunderteam im Grand Hotel. Eine Fußballoperette war das. Eine Fußballoperette, ja. Die ist 2-mal jetzt auch hier in der Bundesrepublik schon gespielt worden. Also nach 80 Jahren kommen diese Operetten jetzt hier langsam auch mal an. Und da war eben das Märchen im Grand Hotel, das der Herr Koski hier gebracht hat. Und Konzertant allerdings, und China, das Mädchen aus dem Tanzhaus, das wird dieses oder nächstes Jahr auch hier in der Komischen Oper zu hören sein. Also hingehen. Außerdem hat er dann noch 5 weitere Operetten in Budapest, die nur auf Ungarisch erschienen sind, herausgebracht. Also in 5 Jahren 8 Operetten komponiert und 10 Filme, glaube ich. Auch viele, die nur in Ungarn aufgeführt wurden oder gezeigt wurden. Er hat sich also in die Arbeit geflüchtet, obwohl er schon eben, Freunde sagten, er war eben schon total niedergeschlagen, weil diese Arbeit war zwar da, aber es gab kein Geld da. Das war alles ein sehr begrenzter Markt, auch in Österreich. Er hat wirklich unter Geldnot gelitten in dieser Zeit schon, was später sich dann noch verschlimmerte. Und musste dann eben 1938 auch aus Budapest ausreisen, weil das ungarische Regime, der Horthy, sich da dem Nationalsozialisten so angenähert hatte, dass es da auch für die Juden praktisch unmöglich war zu arbeiten. Und hat dann die Aufführung von Roxy und ihr Wunderteam in Paris genutzt, um nach Paris erstmal zu fahren und ist von da aus auch nie wieder nach Budapest zurückgekommen. In Paris selber hat er dann ein gutes Jahr verbracht in Emigrantenkreisen. Die ganzen Operettenkomponisten trafen sich da. Emmerich Kallmann, Oskar Strauß, Bruno Garnichstetten. Die saßen in den Cafés, redeten auch die ganze Wiener Künstlertruppe, Kabarettisten ohne Ende. Die waren alle in Paris, hatten da teilweise sogar Aufführungsstätten oder so. Oder trafen sich eben in den Restaurants. Angeblich stand in einem Restaurant ein großes Schild: Hier spricht man Französisch, on parle français. Und er selber hat aber auch da wieder versucht, so Teile seines alten Lebens weiterzuführen. Er hat zum Beispiel da auch seine aus Berlin schon legendären Gulasch-Partys gegeben, obwohl er ja gar kein Geld hatte. Aber er hatte eine Gönnerin, das war eine junge
Engländerin, die mit einem reichen Engländer verheiratet war und Emigranten half. Die wurde nur Einzige genannt, weil es die Einzige war, die helfen konnte. Ah, die kennen wir doch. Und die Einzige wurde später dann von Paul Abraham Robert Stolz vorgestellt und dann seine fünfte oder sechste Ehefrau dann hinterher. Und die hat man dann im bundesdeutschen Radio- und Fernsehbetrieb noch kennengelernt. Ja. Mhm. Also er hat dann einfach weitergemacht. Er hat zum Beispiel für diese Gulasch-Partys, berichtet Robert Stolz von einer, hat er sich von Einzi Geld geben lassen, dass er sein Gebiss richten kann, und hat dann von dem Geld ordentlich es krachen lassen. Also er war ein lebenslustiger oder jedenfalls extrovertierter und in solchen Sachen feierfreudiger Ungar. Aber dann konnte er da ja auch nicht bleiben. Er konnte da nicht bleiben, weil mit dem Kriegseintritt Frankreichs, nachdem Polen überfallen wurde, hat Frankreich Deutschland den Krieg erklärt. Die Deutschen, die dort waren, wurden teilweise unter Schutzhaft gestellt oder drohten zumindest damit. Robert Stolz wurde auch in einem großen Stadion interniert und nur unter dramatischen Umständen durch Einzi praktisch da rausgeholt. Und die sind dann alle, so wie es irgendwie ging, nach Amerika geflohen. Paul Abraham sollte auch mit auf dem Schiff fahren mit Emmerich Gallmann und hatte auch schon die Karte, ist dann aber nicht erschienen zur Abfahrt. Und erst zwei Monate später, mehrere Wochen später jedenfalls, mit den allerletzten Möglichkeiten nach Kuba geflohen. Ja, nach Kuba. Ja. Und von dort dann? Und von dort ist er dann nach New York, beziehungsweise über Miami nach New York, weil nach Miami eine Schiffskarte nur $50 kostete. Das andere hätte das Doppelte gekostet und die hatte er gar nicht. Er hatte kein Geld, er musste seinen Agenten, der inzwischen auch in New York war, praktisch um eine Kaution bitten, damit er überhaupt die Einreise, und zwar nur auf einem Touristenvisum, nach Amerika kriegte. Dort in New York ist er dann praktisch gestartet mit großen Hoffnungen, weil er galt ja hier als der Neuerer und der Jazzige, und er musste feststellen, dass die Amerikaner nicht auf ihn gewartet hatten. Obwohl er so viel amerikanische Wörter vertont hat. Ja, ja, genau, und so viel vom Broadway auch kommt in mehreren Stücken vor. Ja. Aber er hat im ersten Jahr 40 Schlager sozusagen, 40 Melodien im Copyright eintragen lassen. Davon sind 3 Schallplatten erschienen, die jeweils $100 Vorschuss gebracht haben, aber nicht eingespielt haben. Mhm. Und er hat versucht, alles, um da Erfolg zu haben, hat auf eigene Kosten beziehungsweise auf Kosten eines Vorschusses, den er für eine Oper bekommen hatte, die er natürlich nie fertiggestellt hat unter diesen Umständen, hat er selber einen Saal gemietet, hat die Prominenz von New York da eingeladen, hat ein Orchester, eine Sängerin, und wurde umjubelt, und es tat sich überhaupt nichts, weil sie wollten ihn nicht. Und selbst der Schubert, der große Producer von Musicals, der hat zwar die Rechte am Ball im Savoy gekauft, aber dachte überhaupt nicht daran, das jemals aufzuführen. Das war nur, damit es kein anderer kriegt. Tja, so ist das. So ist das Leben. Und gleichzeitig, muss man sagen, hat sich eine Krankheit verstärkt, wo man nicht weiß, wann sie wirklich ausgebrochen ist. Aber er hatte Syphilis und nicht behandelt, weil er hatte ja auch überhaupt gar kein Geld. Und ist dann mit einer Schizophrenie praktisch ins Krankenhaus eingeliefert worden, 1946. Angeblich nach dieser Episode, die ich da eben erzählt habe, dass er auf dem Broadway da ein Orchester ist, völlig durchgedreht, ist von einem Freund in die Psychiatrie gebracht worden und ist da 10 Jahre geblieben. Und zwar in dem Creedmoor Hospital, der größten Psychiatrie der Welt. Da sind 6.000 Patienten waren da zu der Zeit. Häuser mit 15 Stöcken. Er war in einer geschlossenen Abteilung mit 14 Leuten auf einem Zimmer. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie es da aussah, wenn man den Film Einer flog übers Kuckucksnest gesehen hat. Das war nämlich die Psychiatrie, die ja das Vorbild dafür war. Mhm. Und er war völlig von der Bildfläche verschwunden. Ein paar ganz, ganz wenige Freunde hatten ihn noch besucht. Und hier in Deutschland gab es schon Artikel, dass er gestorben war. In einem offiziellen Opernführer stand Todesjahr 1951.
Und dann wurde er von der Presse Gott sei Dank dann doch entdeckt. Es erschienen Berichte über ihn. Es gründete sich hier in Deutschland ein Komitee, das versuchte, ihn hier nach Deutschland zu bekommen, was nicht so einfach war, denn er war ja Ungar. Nach Ungarn durfte er aber nicht abgeschoben werden, weil in den Ostblock schob Amerika niemand ab. Er selber hatte ja auch überhaupt kein Geld. Und nur nach langen Verhandlungen und Druck hier, auch der Regierung hier, ist erlaubt worden, ihn nach Deutschland ausreisen zu lassen. Und er ist mit 50 anderen ähnlichen Schicksalen dann praktisch mit einem Flugzeug über den Ozean hierher bei Nacht und Nebel in Frankfurt gelandet und hierher gekommen. Wurde dann direkt in Hamburg in die Psychiatrie eingewiesen und dort von einem Arzt behandelt, der jetzt kommt. Professor Dr. Birger Prinz, der ins Euthanasie-Programm der Nazis verstrickt war, der dort auch sogenannte Kriegsneurotiker begutachten musste. Und sobald er sagte, das ist geschwindelt, der ist gar nicht, der hat gar keinen Tick, wurde der liquidiert. Und dieser Mann hat jetzt versucht, sich auf Kosten von Paul Abraham wieder ein Renommee zu verschaffen. Also er hat Gutachten über ihn geschrieben. Zum Beispiel, also das ist auch ein ganz erschütterndes Beispiel, dass Paul Abraham, wäre er hier in Deutschland geblieben, mit Sicherheit hätte behandelt werden können und niemals seine Krankheit so ausgebrochen wäre. Und er verschwieg dabei, dass, wenn er Paul Abraham in seine Hände gekommen wäre, er überhaupt keine Chance gehabt hätte, diese Krankheit jemals zu kurieren. Ja, das war ein furchtbares Schicksal. Er ist dann praktisch, Paul Abraham war schon in New York, er war definitiv dement. Er hat bis zum Schluss geglaubt, dass er noch irgendwann den Erfolg am Broadway haben wird mit Ball im Savoy. Hat allen Leuten, die ihn besucht haben, gesagt, sie sollten doch mal beim Hotel Windsor vorbeifahren in New York und sagen, er käme bald. Das wäre noch mal kurz weg. Und so ist er dann 1960 an Krebs gestorben, ohne jemals wieder das Bewusstsein. Der ist an einer Operation gestorben, nicht? An einer Krebsoperation, ja. Gut. Dann werden wir jetzt uns trösten lassen mit seiner Musik. Ich möchte mich jetzt erstmal bei Herrn Klaus Waller ganz herzlich bedanken, dass er die weite Reise hergemacht hat. Und wir haben jetzt zum Schluss noch einen Abschiedsgruß, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Das hat meine Mutter mir sogar vorgesungen, dieses Lied, obwohl da Englisch drin vorkommt. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Und so wollen wir ihn in Erinnerung behalten. Man sieht sie förmlich vor den Augen. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Aus der Paul Abraham Erfolgsoperette Viktoria und ihr Husar. Die Ausführenden Maria Tomaschke und Andreas Joksch. Das Gesangsduo wurde begleitet von der Jazzband mit Nikolai Orloff Klavier, Carola Elzner Saxophon, Sven Kahles Schlagzeug, Volker Sure Kontrabass. Arrangement und Gesprächsleitung Winfried Radecke. Als Mitschnitt vom 8. März dieses Jahres aus dem Musikclub des Berliner Konzerthauses hörten Sie in der Reihe Verfolgung und Wiederentdeckung die gekürzte Wiedergabe eines Musiker-Reanimata-Gesprächskonzerts zu Leben und Werk des ungarisch-deutschen Komponisten Paul Abraham. Am Mikrofon verabschiedet sich Georg Beck.